Jetzt machen wir vielleicht einmal eine vernünftige Anmoderation oder einen Start in den Podcast. Vielleicht sowas wie... Ich bin ja Moderator. Ich habe jetzt so ein Papier in der Hand, das klopfe ich so auf den Tisch so. Telehorst. Herzlich willkommen, Bonn. We request that everybody stays calm at the current moment, for there is a zombie apocalypse currently happening. Do stay inside and do not go out under any circumstances. If any zombies happen to get into your house, shoot them in the head or remove the head from the brain. Thank you very much for your cooperation. Halloween Horror Horst. Die innovativsten Horrorfilme. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Das nehmen wir als Intro, dein Gelächter. Nein. Doch, es passt ganz gut zu Halloween. Da legst du jetzt noch ein bisschen Ding drunter. Echo und... Wenn ja. Du dreimal Durst Express vom Spiegel sagst, kommt Pampi Abelitzki und ich hole. Hey Gott, jetzt sind wir gerade mal 20 Sekunden im Ding und schon wird Durst Express genannt. Hallo und herzlich willkommen zum Telehorst Nummer 22. Heute mit dem Thema Halloween Horror Horst, innovative Horrorfilme. Zu meiner Rechten ist Andi und zu meiner Linken ist Stu. Ja, das ist genau richtig so. Hallo. Genau so wollen wir das. Ja, ich bin, ich bin westlich von dir, glaube ich, oder? Ich glaube, du bist westlich von mir, ja, und zwar nordwestlich. Du bist nordwestlich, ja, egal, auch egal. Hey, das Lustige ist, immer wenn ich jetzt YouTube anschmeiße und ich habe kein YouTube Premium, ich habe die letzte Woche immer Werbung für Durst Express oder Magenta TV gekriegt. Also wir können dazu sagen, von Durst Express hat sich noch niemand gemeldet. Bei uns von Magenta TV haben wir auch noch keine Klage bekommen von dem her. Aber ihr habt es geschafft, euer Probeabo zu kündigen, oder? Ja, eine Kündigungsbestätigung habe ich gekriegt. Ja, also ich auch. Dankeschön, Telekom. Ich kann so viel verraten. Ich bin ja heute am Ende der Folge mit dem Themaauswahl dran. Und ich habe ein Thema gefunden und ich habe auch einen Film gefunden, den ihr ganz problemlos bei Amazon gucken könnt. In der Flatrate sogar. Okay, also Stand jetzt. Stand jetzt, genau, Stand jetzt. Ich habe vor einer halben Stunde nochmal geguckt und er war noch drin. Also, mal gucken. Ja. Wird ja keine zweimal passieren. So, was höre ich hier rascheln? Ja, der Pawlitzki raschelt wieder, ne? Ja. Hat er kleine Nüsschen sich eingepackt oder sind das vielleicht die Knochen von Kindern? Nein, das war meine Bananenpalmenpflanze, da fallen die Blätter ab. Ach Gott, ach Gott. Grüße an die Pflanze. Ja, wir sprechen heute über Horrorfilme. Und zwar Filme, die wir selbst als innovativ bezeichnen würden. Jetzt, kleine Einstiegsfrage. Innovativ ist natürlich sehr subjektiv. Habt ihr nach irgendeinem gewissen Kriterium eure Filme ausgesucht oder... Habt ihr erst den Film ausgesucht und danach dann geschaut, wie ihr die Innovation rumspinnen könnt? Nee, ich habe auch nach einem gesucht, den ich irgendwie originell, sagen wir mal, oder ungewöhnlich, oder wie sagt man halt, genremäßig und halt auch von der Machart vielleicht so ein bisschen, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich meine, na, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir verstehen dich, lieber Andi. Ich habe einfach... Das, was ich immer erst gucke, ich habe auf die Liste meiner Lieblingsfilme geschaut und da stand halt eben der Film, dachte ich mir, oh, passt das? Okay, jetzt von der Handlung her vielleicht nicht, aber was dieser Film gemacht hat, was er angestoßen hat, doch, innovativ, doch, passt. Und dann habe ich einfach den genommen. Oh, ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Also ich glaube, dass du unsere beiden Filme relativ ähnlich ausgewählt sind, was den Punkt der Innovation angeht. Und bei Andi würde ich vermuten, liegt es eher am Setting, was die Originalität und das die Innovation ausmacht. Ja, unter anderem.
Aber dazu mehr, wenn wir die Reihenfolge wissen und wer dann über seinen Film quatschen darf. Ja, gut. Das wird jetzt schwer, die Reihenfolge festzulegen. Ja, das stimmt. Also ich würde ja Stus Film fast am Schluss machen. Okay. Ja, schon. Erstens mal, ich glaube, dass du eh schon lange nicht mehr am Schluss war. Ja. Ich muss Andi in Schutz nehmen. Heute ist so eine Aufnahme, wo, glaube ich, wir alle drei irgendwie total matt sind und ein bisschen müde. Montagabend, ja. Ach, ja, gäbe es jetzt, vielleicht sogar gäbe es nur einen Lieferdienst, der uns jetzt Energydrinks bringen könnte. Da muss ich mal nachgucken. Google ich mal. Lieferservice Energy Drinks. Oh, krass. Durstexpress, kennst du die? Nein. Da muss man nur seine Postleitzahl eingeben. Ja, cool, zu mir liefern die. Ja, das ist nett, zu mir nämlich nicht. So, also Lieferexpress, Durstexpress, Lieferdienstservice ausbauen. Und das geht am besten, wenn Leute Werbung für euch machen, weil da kommt dann Kohle rein. Also zwinker, zwinker. Wir könnten ja echt versuchen, irgendwie alles irgendwie zu tun, um Kohle zu machen. Zum Beispiel, wenn Andis Bananenpflanze vor die Hunde geht, könnten wir sowas sagen wie, mit Seramist wäre das nicht passiert. Oh, der Gärtnerei Seeberger Lieferservice. Ja. Ich fange einfach an mit meinem Film. Was hatten wir eigentlich das letzte Mal für ein Thema? Gab's da irgendwelche Kommentare? Nee, wir kriegen schon gar keine Kommentare mehr. Ich habe nicht geguckt, also ganz ehrlich. Beim letzten Mal hatten wir die Brettspiele. Ach ja. Oh, das war eine schöne Folge. Mhm. Die ist auch für einen Grimme-Preis vorgeschlagen. Ja, von einem gewissen M. Rausche eingereicht. Ja. Woher kennen wir den nur? Keine Ahnung. Soll ich mit meinem Film anfangen? Dann nehmen wir Andis wahrscheinlich unbekanntesten Film so in die Mitte. Ja, das ist doch immer ein guter Plan, gell? Am Anfang die Leute ein bisschen abholen, aber auch an der Strippe halten bis zum Schluss mit so einer Art Cliffhanger und in der Mitte so einen Geheimtipp reindrücken. Ja. Mhm. Oder so ähnlich. Wobei ich sagen würde, dass mein Film eigentlich die längste Zeit seines Daseins, 5 Jahre, wahrscheinlich auch als Geheimtipp eher galt, oder? Ja. Also wir können ja mal das Geheimnis lüften. Ich meine, steht hier eh eine Headline drin. Du hast The Witch ausgesucht, das Regiedebüt von Robert Eggers, der dann auch den Leuchtturm gemacht hat, einen Film von A24. Und wir wissen ja, wenn das A24-Logo erscheint, dann ist da schon meist was Geiles drin. Mhm. Ja? Und ich weiß noch, als der erste Trailer rausgekommen ist vor 5 Jahren, da war ich schon ein bisschen baff. Das war auch so ein Trailer. Du wusstest halt vorher gar nichts vom Film. Du guckst den Trailer und dir war klar, ich muss diesen Film sehen. Mhm. Ja, ich habe ihn erst mitbekommen oder auf meinem Schirm ist er erst gelandet. Da müsste er wahrscheinlich dann schon auf digital oder DVD zu bekommen gewesen sein. Aber man hat ihn in jeder Liste irgendwie gefunden, was jetzt innovative Horrorfilme angeht. Und natürlich mir als alter Horrorfan und mir als alter Hexenfan und überhaupt alles, was so in diese Richtung im Horror und Grusel und Spuk geht, ist es sehr entgegengekommen. Ganz kurz, es geht um eine Familie im Jahr 1630. Irgendwie so, 1630, ja. Wir sind Puritaner, die sind frisch aus England irgendwie rüber vor ein paar Jahren und werden dann jetzt aus ihrer Gemeinschaft in Amerika verstoßen und ja, versuchen jetzt ein neues Leben irgendwo am Waldrand aufzubauen. Also wir haben Vater, Mutter, ich würde sagen 15-jährige Tochter, sowas in dem Dreh, dann ein Sohn, kleine Zwillinge und ein Baby. Und ja, gut, die richten sich da ihr Leben ein, sind sehr gläubig. Religion hat da einen großen Aspekt in diesem Film. Und eines Tages verschwindet dann das Baby beim Versteckspielen mit der ältesten Tochter. Wobei, ist es ein Versteckspiel? Ist es doch eigentlich mehr so wie bei Ice Age, dieses Wo ist das Baby? Ja, genau, dieses Wo ist das Baby. Also fürs Baby ist es ein Versteckspiel. Und ja, dann
kommt eben jetzt diese Geschichte, weswegen der Film The Witch heißt, mit rein. Nämlich in dem Wald nebenan gibt's Gerüchte, da soll eine Hexe hausen. Und was der Film zu Beginn auch eigentlich ohne groß zu spoilern bekannt gibt, ist, ja, da lebt eine Hexe in dem Wald. Bloß inwiefern das jetzt sich auf das Leben der Familie niederschlägt, darum geht's in diesem Film eigentlich. Denn, ja, es geht jetzt alles den Bach runter für die, wie heißen sie? Haben die überhaupt einen Namen, einen Nachnamen? Nee, haben keinen. Die haben aber dafür, also die Anya Taylor-Joy, die ja die Hauptrolle spielt, die hat diesen wunderschönen Namen Thomasin. Ja, genau. Das ist also Thomas und Sin, also Sünde in einem. Das sagt schon viel aus. Wunderbar. Auf jeden Fall, das ist, um es jetzt gleich mal vorwegzunehmen, definitiv einer meiner Lieblings-Horrorfilme aller Zeiten. Wobei natürlich der Begriff Horror wieder so gestrickt werden kann. Nein, wir haben es jetzt hier nicht mit dem klassischen Horror zu tun, der, keine Ahnung, Teenager werden verfolgt vom messerstechenden irgendwas oder der Poltergeist kommt aus dem Fernsehen. Nee, das ist für mich jetzt mehr in Richtung psychologischer Horror. Und deswegen innovativ, weil er halt während diese ganzen Blumhouse-Produktionen irgendwie und Conjuring und Insidious und so weiter wie Pilze aus dem Boden geschossen kamen, dieser Film eine, ja, gelungene Abwechslung für diese Zeit zu sein scheint. Ja. Also was so. Der Film halt nicht ist, es ist kein, in doppelter Hinsicht kein Schnellschuss. Der ist, du merkst halt, dass der wirklich komplett durchkomponiert ist, dass jede einzelne Einstellung und jedes einzelne Bewegung und Gestik wirklich ganz genau komponiert worden ist. Und du merkst auch, dass er sich wirklich viel Zeit lässt, um seinen Schrecken so nach und nach zu entfalten. Das heißt jetzt nicht, dass der Film überlänger hat. Ich glaube, der geht 90 Minuten, der ist relativ kurz eigentlich. Aber er lässt sich wirklich Zeit. Und dieser Schrecken, dieses Grauen, das schleicht so mehr, weißt du? Es gibt ja auch durchaus ein paar deftige Szenen. Ich sag da nur Brust, ne? Aber es ist jetzt kein Film, der so, jetzt springt der Dämon aus der Ecke. Ja. Ja, das sind schon ein, zwei gruselige Sachen dabei. Das ist so ein guter Film. Ich habe den schon zweimal geschaut, bin dann irgendwie eingepennt, aber jetzt nicht, weil der Film langweilig war. Ich komme da schon klar, wenn da nicht die ganze Zeit irgendwelche Gedärme fliegen oder Geister hin und her hüpfen, sondern irgendwie war es halt einfach immer zu spät. Aber das war auch immer mit ein oder zwei oder drei Leuten und so. Und da kommt dann immer dieser Grusel, finde ich, nicht ganz so rüber. Jetzt habe ich ihn das erste Mal zu Ende geschaut, gerade eben vor einer halben Stunde oder so. Und ich fand den schon auch gruselig. Also wo da am Schluss in dem Schuppen dann die Hexe lacht und so. Es sind schon ein, zwei gruselige Sachen dabei. Aber wie er schon gesagt hat, psychologischer Horror. Und was da halt immer schön ist, dass du nicht den Film geschaut hast, bist irgendwie fertig und dann war es das. Sondern denkt man noch drüber nach und so. Und was ich auch immer cool finde bei dem Eggers, also ich hatte jetzt die zwei Filme, der hat auch erst zwei gemacht, oder? Er hat erst zwei gemacht, okay. Ich glaube, nicht mal einen Kurzfilm vorher. Okay. Nee, aber was ich halt bei dem mag, dass der sich auch so Mühe gibt, das sind ja immer, wie nennt man das, also so Period Piece, Historien. Genau. Genau. Aber dass der sich unglaublich viel Mühe gibt mit Liebe zum Detail, also wie die sprechen, die Dialekte sind ja anscheinend originalgetreu und so die Settings und so. Und du hast ja eh immer gleich einen Einstieg, wo der Film jetzt losgeht hier und dann, ich glaube, steht vielleicht sogar da, wann das spielt und so. Und dann muss man erstmal überlegen, okay, was ist das für eine Zeit? Wie sind da die Leute drauf? Und was hat das mit dieser Religion da so auf sich? Wie ernst ist es? Sieht man ja relativ schnell, dass es denen sehr ernst ist. Und dass da vielleicht auch gerade Hexenverbrennung ein Thema war und so. Das finde ich immer ganz schön, dass da halt noch viel mitschwingt irgendwie an Zeitgeschichte und sowas. Es geht ja auch in dem Film, wenn man es mal runterbricht, darum, wie es ist, ausgestoßen zu sein. Denn es beginnt ja damit, dass diese Familie, ja, die ist gerade frisch aus England angekommen und wird aber dann aus dieser Siedlung verbannt, ja, weil sie irgendwie den falschen Glauben haben. Und durch das Verschwinden des Babys wird ja dann nach und nach diese Thomasin verbannt. Und es geht, wenn man so will, ja auch so ein bisschen um das, dass sie sich selbst emanzipiert. Der Film endet ja auch mit einer sehr deutlichen Note.
Und ich bin da auch immer hin und her gerissen, ob diese Hexe, die ja auch ein Sinnbild ist, aber ob diese Hexe durchgängig nur böse ist. Ja, das fand ich total spannend, weil irgendwie hat mich das ein bisschen an was erinnert. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und dann kam ich drauf, es gab doch mal diesen Podcast, wo Ari Aster und Robert Eggers so quatschen einfach ein, zwei Stunden oder so. Und da erzählt er die Geschichte, dass das für die Promotion irgendwie, also A24 hat anscheinend diesen Satanic Temple oder wie das heißt, also diese, wie nennt man das, ist ja auch eine Art Kirche, also Vereinigung halt, engagiert oder mit ins Boot geholt, dass die diesen Film promoten oder so. Und dann erzählte Robert Eggers noch, dass er damals irgendwann nicht nach Polen einreisen durfte, um Promo zu machen und irgendwas, weil die gesagt haben, hey, du bist ein Satanist, du darfst hier nicht rein, so ungefähr. Und irgendwie hat mich das ein bisschen dran erinnert, weil du jetzt schon Emanzipieren und so angesprochen hast und dass ja dieser Glaube vorher, die ja erst so irre gemacht hat. Ich meine, wo sie sich dann gegenseitig die ganze Zeit nur noch beschuldigen und sich gegenseitig an die Gurgel gehen und so, weil sie halt denken, jemand ist eine Hexe und so. Ich meine, dass in dem Film dann wirklich eine Hexe gibt, ist ja nochmal was anderes, aber das geht ja auch so in die Richtung eben mit Hexenverbrennung, dass die durch diesen Glauben ja auch schlimme Sachen gemacht haben, die eigentlich viel schlimmer sind als die Hexe. Die Hexe macht ja eigentlich kaum was. Ja, okay. Außer Babys fressen. In der Hexe gibt es ja auch noch Satan, der mitspielt. Ja. Also, yeah. Beziehungsweise halt sein Stellvertreter auf Erden. Der überhaupt, Philipp. Was ich total geil finde halt bei Robert Eggers Filmen per se, sind alle Tiere sind Arschlöcher. Ja. Das ist so schön, wie er schaut. Immer so mit einem schiefen Kopf irgendwie. Schon ja. Ein bisschen süß. Ja, und der Hase ist ja auch ein Arschloch. Und beim Leuchtturm hast du diese fucking Möwe. Stimmt. Ja, das ist auch schön. Dass der jetzt bei seinem Wikinger-Film kommt. Dass der halt auch, weil hier ist es halt, das hat schon sowas Märchenhaftes natürlich, Hänsel und Gretel-mäßig mit der Hexe und so. Dann hast du aber noch diesen realistischen Glaubensproblematik halt irgendwie, kann man ja schon so sagen. Ja, was historisch ist. Du hast praktisch definitiv einen starken historischen Aspekt. Liegt an der Recherche und er ist halt kein Regisseur, kein Ausgebildeter, er ist ja Production Designer eigentlich oder das merkt man Set Designer, aber irgendwie sowas, ja. Der mag eigentlich das gar nicht so sehr. Ja, das finde ich halt so geil, weil wie es inszeniert ist, ist ja so relativ ruhig und langsam und unaufgeregt und so realistisch eigentlich, obwohl das halt so uralt ist. Aber wie schon gesagt, das ist ja alles so sehr detailverliebt und historisch korrekt und so. Und auch beim Leuchtturm, da passiert ja erstmal auch eigentlich nichts, also nicht viel. Der Leuchtturm ist halt witziger, finde ich. Also The Witch fand ich jetzt nichts lustig eigentlich, außer den Philips seinen Schau die ganze Zeit. Also Leuchtturm ist definitiv absurder. Also, ja, genau, und die Schauspieler sind halt, das macht schon Spaß, aber eben, und dann kommst du aus dem Nichts, kommen dann so krasse Szenen, aber halt so spärlich eingesetzt, dass die richtig reinhauen, das finde ich voll gut. Mhm. Es gibt diese eine Szene, die ich wirklich jedes Mal, also da erschrecke ich mich jetzt nicht so, aber die finde ich wirklich so, die verursacht so ein Unwohlsein bei mir, wenn der Junge, also ihr Bruder im Wald halt diese nackte Frau trifft und sie ihm dann so ins Gesicht anfasst und dann siehst du ihre Hand. Also wie das gedreht ist, auch richtig gut. Ich muss allerdings sagen, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen und ich finde, das ist ein richtig starker Film. Aber es gibt ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so diesen ja, Kampf zwischen Robert Eggers und Ari Aster. Ich meine, die beiden mögen sich ja sehr, aber die werden ja immer so miteinander verglichen, ne? Weil die ja zur selben Zeit rauskamen und ihre ersten beiden Filme auch ordentlich Eindruck hinterlassen haben. Und da muss ich sagen, bin ich tatsächlich mehr bei Team Ari Aster, weil Ari Aster es einfach mehr schafft, mich auf einer emotionalen Ebene wesentlich mehr abzuholen und mich zu verstören. Muss man sozusagen. Ja, aber da bin ich auch. Also ich bin jetzt rein von dem, was die Thematik angeht. Also Ari Aster packt mich emotionaler, aber ich finde, Robert Eggers bedient halt etwas, von dem ich sagen würde, das kann ich nicht so wirklich. Weißt du? Ja. Er bedient da ein Feld, vor dem ich so hohen Respekt habe, dass ich sagen würde, ich finde, er ist der Meister des Unaussprechlichen. Wie der Candyman. Ja, genau. Schokolade? Ja, ich finde das ganz schön, die machen ja beide mit so viel Symbolismus und was du ja vorher schon angesprochen hast, dass die dann aus dem Ding da rausfliegen, aus ihrer komischen Siedlung oder so, also das, und dann, wo ich dann dran denken musste, wo dieser kleine Junge später mal diesen Apfel auskotzt, gell?
Und auch später noch mit... Diese Szene liebe ich. Ja, ja, die ist gruselig natürlich auch. Aber das ist halt alles auch so, ja, so Bibelzitat oder religiöse Symbole halt sind. Irgendwas mit Garten Eden, da werden sie rausgeschmissen und so. Und dann noch dieser Apfel später und so. Gerade, dass nicht noch irgendwo eine Schlange rumturnt oder so. Mhm. Also das ist, finde ich, aber cool bei denen, weil das bei dem halt schon relativ subtil ist. Also man muss das nicht... Ich habe mich dann halt eben bei dem Apfel, habe ich mich gefragt, was soll das jetzt? Und dann dachte ich mir, ach ja, wahrscheinlich meinen die da das damit. Und ich konnte mich nur nicht mehr daran erinnern, warum wurden sie rausgeschmissen? Der Vater hat irgendwas falsch gemacht, oder? Der hat irgendwie einen falschen Glauben. Oder? Also entweder die falsche Lehre, ich glaube, es ist irgendwie so die falsche Lehre verbreitet in dem Dorf. Ja, oder genau, so. Okay, okay. Aber wie genau, ob der jetzt, da keine Ahnung, gepredigt hat oder so. Es ist ja mehr oder weniger eigentlich innerhalb von 2 Minuten ist ja die Verbannung vollzogen. Ja. Ja, aber das, was der Stu schon gesagt hat, dass eben, ob die Hexe überhaupt böse ist oder nicht, und dann eben mit dieser Schlussszene, wo sie dann rausgeht, also, und das finde ich, das fand ich richtig cool. Also das mochte ich da ganz gerne. Also ich habe es jetzt beim so verstanden, dass sie schon etwas Gutes will für die Thomason, aber alles versucht, um sie von ihrer Familie zu trennen, damit diese Thomason halt frei sein kann. Genau. Weil de facto ist es ja wirklich so, die Hexe macht ja Sachen, die zumindest für die Familie nicht so nett ist, ne? Also auch Sachen so, uncool. Auch so das mit dem Baby und aber ich hab's am Ende wirklich so verstanden, dass sie halt diese Thomason versucht zu befreien. Und am Ende, wenn sie da in diesem Coven, wie es heißt, dann steht und diese nackten Frauen da herumtanzen und sie fängt dann an, so zu schweben, findet der Film auch einen fantastischen Schlusspunkt. Happy End. Also es ist ja wie eine Befreiung, also in dem Sinn für sie. Ja, was ich nur nicht verstanden habe, weil wenn die und so teilweise sündigen und ich meine, dieser kleine Junge zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, sieht man doch die ganze Zeit, wie er seiner Schwester deinen Ausschnitt glotzt und so. Ja. Also dass er sich da auch sozusagen schuldig macht oder so. Oder der Vater, wie gesagt, was der genau gemacht hat, wusste ich nicht mehr, aber irgendwas war noch, wo ich dachte, dann finde ich es eigentlich komisch, dass die Hexe oder der Teufel mehr oder weniger sie bestrafen, weil eigentlich müsste dann Gott sie ja bestrafen. Das fand ich ein bisschen hin und komisch eigentlich. Weil eben auch durch diese satanische Tempel-Dings-Geschichte fand ich es lustig, weil es gab ja letztes Jahr diese Hail Satan-Doku, wo sie eigentlich diese Organisation ja auch immer nur von Emanzipation spricht und so und Selbstbestimmung und das halt eigentlich so ein Gegenentwurf zu dieser unterdrückerischen katholischen Kirche ihrer Meinung nach ist und so. Und deswegen fand ich es eigentlich cool in dem Film, dass da solche Themen drin sind. Ich habe es dann nur nicht verstanden, warum eben der Teufel und die Hexe dann auch diese Familie so bestrafen, aber wahrscheinlich für dieses Zugläubigsein wiederum. Ach, keine Ahnung. Finde ich echt spannend. Ja, bei mir ist es ein bisschen so, ich sehe den Film, der hat auf jeden Fall eine Komponente, die bei mir immer wieder in den Kopf schießt. Das ist so die Pubertät an sich. Deswegen, ich weiß nicht, wie alt sie ist in diesem Film. Es könnte natürlich auch sein, dass sie eine 13-, 14-Jährige ist, die praktisch mehr oder weniger mit ihrer Periode jetzt gerade kämpft und zur Frau heranwächst. Und der Sohn, der Caleb, der bekommt ja dann auch so seine ersten geifernden Gedanken, was jetzt die Frauen angeht, mehr oder weniger. Also was du jetzt gerade mit dem Ausschnitt irgendwie gemeint hast. Und irgendwo sehe ich da dann auch ein bisschen Symbolismus, dass du sagst, vielleicht ist die Hexe, ja, keine Ahnung, so eine Art Befreierin. Also im Sinn, was weiß ich. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch die Rolle von diesem Black Phillip, die ist bei mir alle 5 Minuten anders, wenn ich den Film sehe. Und ich wollte gerade rausfinden, wie alt sie ist, aber ich komme hier gerade nicht so rauf. Aber egal. Ja, die wird, wie gesagt, so 14, 15 Jahre alt sein. Ja. Also die Anya Taylor-Joy, die ist 10 Jahre jünger als ich. Jetzt weiß ich nicht, wie alt ich bin. Nicht Mann, die war dann in dem Film 20, 18, keine Ahnung. Naja. Ja. Also sollte ja bekannt sein, dass wenn in einem Film jemand 12 ist, dass der Darsteller oder die Darstellerin wahrscheinlich dann schon ein paar Jährchen älter ist. Ne? Also. Ja, vor allem, wenn sie solche Szenen drehen müssen. Ja, hoffentlich, ja. Nee, aber die hat mir jetzt echt super Spaß gemacht. Also wie gesagt, die ersten 2 Male. Also das kann ich gleich sagen. Wenn ich davon ausgehe, ich mache jetzt mit Freunden einen Filmabend, Thema Horrorfilm, ist weder The Witch noch Pontypool Filme, die ich nehmen würde.
Ich glaube ja, wirklich, gell? Dass The Witch kein Film ist, der sich gut eignet, um ihn in einer Gruppe zu sehen. Ich glaube, es ist ein Film, den guckt man sich entweder alleine oder mit der besseren Hälfte oder einem guten Freund an, wo man weiß, okay, der ist für so eine Art von Film auch anfällig und kann damit was anfangen. Weil das ist wirklich ein Film, wenn du damit nicht zurechtkommst oder wenn du da keinen Zugang zu findest, dann findest du ihn einfach scheiße. Mhm. Und das kann so eine ganze Gruppendynamik runterziehen. Ja. Es ich würde sagen, fast sogar allein im Kino. Wer fände ja, ich am geilsten? Kein Partyfilm. Nee, weil ich finde, er hat ja auch die Atmosphäre, was man dann auch mit dazu sagen muss, Andi, für dich als alter Instrumentenhamsterer. Ich sag dir mal die dämonische oder die Teufelsmaschine von Mark Corwin, mit der er den Film, die Filmmusik gemacht hat, weil das ist eigentlich mehr oder weniger halt, das klingt jetzt blöd, aber fast schon das Innovativste an diesem Film ist, dass der Komponist ja ein eigenes Instrument dafür gebaut hat. Hm. Ja, das kann er auch gut. Also ich meine, natürlich hat es dieser andere Typ es gebaut, aber dass er, der Regisseur halt jetzt ein Händchen für so Sounddesign, nicht nur Filmdesign und Setdesign, sonst was hat, weil ich meine, der Leuchtturm mit seinem Nebelhorn, das ist ja auch großartig. Das ist einfach ein Meister der Atmosphäre. Ist auch der gleiche Komponist, glaube ich. Ah, oder? Witzig. Naja, naja ja, guter Typ. Alles in allem, ich weiß nicht, ich muss nichts mehr hinzufügen. Ich eigentlich auch nicht, nee. Außer vielleicht, dass ich noch sagen muss, als ich beim ersten Mal geguckt habe, war ich ein bisschen ernüchtert, weil der Hype so groß war und der ist aber von Sichtung zu Sichtung gewachsen bei mir. Bei mir auch. Also ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Ich auch. Ich fand, man erkennt halt immer wieder ein paar Stücke mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt auch gruseliger, als ich ihn beim ersten Mal gesehen habe. Weil ja, vielleicht unter Umständen ist es gar nicht so schlecht, dass man dann am Ende, dass man schon weiß, worauf es hinausläuft. Also das ist, glaube ich, auch ein Film, den kann man, auch wenn ein paar unerwartete Dinge passieren, auch komplett spoilern eigentlich. Ich glaube, das macht die Erfahrung nicht kaputt. Nee. Und was man natürlich auch sagen muss, die Darsteller sind alle hervorragend. Ja. Also vor allem, wie die mit der Sprache, vor allem wie die Kinder mit der Sprache umgehen, das finde ich halt, ich finde ja diese Zwillinge total scary, die scariesten Zwillinge seit Shining. Übrigens, wir haben dank The Witch einen neuen Mitglied in unserer Darstellliste, nämlich Ralph Ineson oder Einzen, der den Vater spielt, den haben wir vorher schon in From Hell gesehen. Ja! Ach ja, stimmt. Dieser. Einer von diesen Zuhältern. Ja. Einer von denen halt. Ne? Ja. Ja, ja. Weil ansonsten ist diese Ausgabe relativ, naja, wenig neue Zugänge in unserer Liste. Mhm. Was für mich ganz schön war. Ja, ist ja auch mal. Ich meine, die müssen ja auch mal nach aufholen. Ja. Soll ich jetzt Punkte vergeben? Ich muss ja 5 geben von 5, weil ansonsten wäre es nicht einer meiner Top-Horrorfilme. So gehe ich nicht, aber ich gebe 4. Ich gebe auch 4, weil der Leuchtturm hat bei mir 5. Und da muss ja noch ein bisschen Unterschied in der Luft nach oben bleiben. Naja. Ja, ich bin der inflationär, was das angeht. Ja, macht. Gut, jetzt kommen wir zu Pontypool. Oder wie er damals auf DVD hieß, da habe ich mich erst mal gesehen, Pontypool Radio Zombie. Ja, das ist natürlich schon mal ganz übel. Hey? Ich finde, das sind keine Zombies. Zombies sind doch Leute, die andere Leute aufessen. Das tun die hier nicht, oder? Gehirne essen und so. Naja. Ist Zombie nicht eher so ein Geisteszustand? Nee, ach stimmt. Ich glaube, irgendwo habe ich mal, war das nicht sogar in irgendwas zu dem Film, so die Definition, dass ja Zombies, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht aus so einer Voodoo-Tradition, dass es halt von den Toten Wiederbelebte sind. Da möchte ich kurz mal einhaken. Das musst du nicht weiter ausführen. Die Empfehlung von mir geht auf Movie Break. Wir haben nämlich kürzlich bei Movie Break einen ganz fantastischen Podcast aufgenommen zum Thema Zombies im Film und in Serien. So ein Zufall. Ja, unglaublich. Redet ihr auch über Pontypool? Nein. Also, kein Zombie-Film. Kein Zombie-Film. Aber der legitime Nachfolger von Jeff Bridges, König der Fische. Ja, stimmt. Stimmt, er ist auch so eine kleine Antidomian. Ne? Habt ihr den jetzt eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Ich habe ihn das erste Mal auf Deutsch gesehen, weil den gibt's ja auf YouTube gratis und legal, aber halt nur auf Deutsch.
Ja. Scheiße, Mann. De facto bei mir das Gleiche. Oh nein. Aber ich kenne ihn auf Englisch. Ich habe ihn ja vorher. Also ich hab mal auch auf deine Bitte hin, Andi, den doch bitte auf Englisch zu sehen. Zumindest den Trailer. Habe ich zumindest ein paar Clips gesehen, wie, ja. Es gibt auch als auf YouTube den Film komplett als Hörspiel auf Englisch. Habe ich mal kurz reingehört. Aber egal. Ja, weil Stephen McHattie hat einfach so eine grandiose Stimme. Und immer wenn der sein Mikrofon reinspricht, dann hat es so einen schönen warmen Klang. Wobei, ganz ehrlich, ich finde die deutsche Synchro ist gelungen. Ich finde auch die deutsche Stimme ist ziemlich gut. Okay. Ja, Alec Baldwin klingt einfach. Genau, Alec Baldwin, der übrigens fließend Deutsch spricht, hat einfach mal völlig voll synchronisiert, genau. Ja, worum geht's denn da? Also ja, Film, das würde ich jetzt gern wissen. Ist von 2008, sehe ich gerade, und dauert auch nur 95 Minuten, aber, was heißt aber, ich kannte auch den Regisseur nicht und so. Ich habe den Film echt durch Zufall irgendwann mal gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer mir den gezeigt hat, warum ich den gesehen habe, aber ich fand den schon damals irgendwie cool. Wahrscheinlich Alec Baldwin. Es geht um einen Radiomoderator in Kanada, in so einem Kaff, und der kommt irgendwann eines verschneiten Abends, morgens, ich weiß gar nicht, wie die Zeit morgens ist. Irgendwie. Morgens. Ja, in seinem Morning, macht so eine Morningshow, genau. Auf jeden Fall sieht er auf dem Weg ins Studio schon eine Frau, die irgendwie an seine Scheibe klopft, im Auto, Autoscheibe, und die verhält sich ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall macht er dann seine Morningshow in seinem Studio, ist noch die Produzentin und so eine Azubine, kann man glaube ich sagen. Und die machen da eben ihre Show, und dann nach und nach kriegen sie immer von so einem News-Anchor, der mit seinem Sunshine-Chopper unterwegs ist und die ganze Zeit berichtet, was in dem Kaff so passiert, kommen ein bisschen strange Ansagen, dass sich da irgendwelche Leute, Trauben von Menschen um so eine Arztpraxis versammelt haben und dann das Randalieren anfangen und irgendwelche ganz komischen Sachen passieren. Also irgendwelche Leute greifen sich an gegenseitig und die Lage eskaliert. Irgendwann hört man auch noch von Militärfahrzeugen und so, bla 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 und ja, und so weiter. Ich weiß, also man könnte, glaube ich, sagen, im Prinzip ist es halt ein Anführungszeichen auf dem Papier relativ gewöhnlicher Zombiefilm, in Anführungszeichen Zombiefilm, aber der Film spielt halt wirklich zu 99% nur in dieser Radiostation. Und was ja auch besonders ist, ist, wie dieses Zombie-Virus übertragen wird. Stimmt. Denn es überträgt sich durch die englische Sprache. Ich finde den Film eigentlich total aktuell, weil wir haben einerseits ein Virus und andererseits Leute, die mit Sprache andere Leute anstecken. Voll deep. Ich bin sehr stolz auf dich. Nein, eben, aber ich finde es großartig eben, dass du nur an den Gesichtern und Reaktionen von den Leuten dann halt diesen Terror oder diesen Horror siehst. Also wenn dann eben der Sunshine Chopper Guy halt irgendwie erzählt, dass vor ihm so ein Typ liegt, der total kaputt ist. Ich weiß nicht, was der auf Englisch sagt, irgendwas twisted und bla bla und die Hände sind umgebogen und sonst irgendwas. Und dann kommt aus seinem Körper irgendwie so, das klingt, als würde ein Baby in seinem Hals sitzen oder sowas, sagt er doch dann. Und dann hörst du diese Stimme und du siehst halt echt immer nur diese schockierten Gesichter von dieser Radio-Crew. Ey, ich finde das echt super. Das mag ich sehr gerne. Vor allem, weil diese Stimmen und irgendwie mag ich halt auch das Sounddesign da sehr gerne, weil ich finde das wirklich creepy. Also irgendwann davor ist doch mal diese strange Band auch im Studio. Diese Osama Bin Laden. Lawrence and his Arabs. Oder? Ja. Lawrence and Arabians heißen die. Ja, genau. Und da kriegt doch dann diese eine Mädel des Virus, so in Anführungszeichen, wo sie sich dann die ganze Zeit wiederholt. Und das finde ich auch schon gruselig, wo dann alle sich so ein bisschen komisch anschauen. Und zuerst weißt du ja gar nicht, was da so passiert. Und wie die Leute dann immer infiziert werden, wenn sie selber schon merken, fuck, ich kann keinen ordentlichen Gedanken mehr fassen, sondern wiederhole mich dann die ganze Zeit. Ich finde es echt super. Super, super. Mir gefällt das super. Ich habe leider nicht so, glaube ich, zu 100% kapiert. Das ist so mein großes. Der Film hat mich nicht befriedigt am Ende. Er hat mich so halb unbefriedigt zurückgelassen. Ich finde Prämisse toll und ich finde auch, was du sagst, dass man dass sie diese Enge, diese Bedrückung irgendwie den Horror gut rüberbringen, da gebe ich dir vollkommen recht. Und dann
als es dann um die Gründe und Ursachen geht, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, weil ich also, ja, irgendwie das nicht so wirklich fassen konnte. Ja, weißt du? Das ist auch mein Problem mit dem Film. Also an sich ist die Idee super, dass die Sprache halt dafür sorgt, dass dieses Virus übertragen wird. Aber ich dachte mir immer so, aber wie, was, wie soll das funktionieren? Und ganz ehrlich, welche Worte sind denn das jetzt genau? Und gilt das für alle Sprachen? Was ist zum Beispiel, wenn in Deutschland das Virus grassiert, ist der Max dann immun dagegen? Also das habe ich nicht... Wenn Sie sagen, es ist nur die Englische, deswegen quatschen Sie am Schluss auch Französisch. Ich weiß aber, was Sie meint. Also ich glaube auch, die haben sich da keinen großen Gedanken mehr gemacht, wie sie das genau erklären müssen. Ich glaube, die hatten halt die Idee, das ist ganz lustig und man kann die dann vielleicht auch noch deuten oder so, aber es wird ja nie... Da gibt es keine logische Erklärung dafür, glaube ich. Nee, aber also gerade durch die Deutung wird es, finde ich, schwer, weil du hast es ja auch schon gesagt, dass praktisch in der heutigen Zeit, bla bla bla, Worte ja auch wie ein Virus praktisch andere Leute anstecken können, also zu Hass anregen, bla bla bla, Hate Speech, bla bla bla. Und gerade dieser Aspekt, der diese, also es kommt jetzt heraus, hey, du kannst durch Sprache dich anstecken und wirst zum Zombie sozusagen, dass diese Prämisse sehr viel mehr bieten kann, als der Film dann letzten Endes draus macht. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass es eigentlich nur so als Gimmick gedacht war, aber dann im Endeffekt doch mehr hergäbe. Ja, ich habe in irgendeinem Interview da so, glaube ich, oder in so einem Bericht auf YouTube noch gesehen, die wollten da eigentlich eine Serie draus machen oder so, aber das haben sie dann nicht, weil das ja war ja kein Hit oder sonst was. Vielleicht wollten sie dann noch mehr erklären und ich verstehe euch da auch voll, weil ich habe immer meine Probleme mit diesem so leicht kitschigen, eigentlich mache ich die Idee dann auch gerne, mit so Kleinigkeiten, wo sie dann sagen, hey, wir müssen versuchen, dass die Wörter ihren Sinn verlieren, deswegen wiederholen sie doch dann anfangs. Das fand ich lustig, weil das kennt man ja, wenn man ein Wort 1000-mal schnell hintereinander sagt, dann verliert irgendwie die Bedeutung oder ist ganz komisch. Das fand ich eine coole Idee, aber wo sie dann so diese Worte umdrehen und das fand ich so ein bisschen kitschig, wo er dann sagt, kill is kiss und dann sie dann so kill me oder so. Ja, gut, okay, aber das ist Drehbuch. Weißt ja, du? Ja, das fand ich ein bisschen prall, ehrlich gesagt. Da wollte der Dialogschreiber noch einen draufsetzen. Ich glaube ganz tatsächlich, dass Pontypool wahrscheinlich für mich besser funktioniert hätte als Kurzfilm. Das kann, ja. Ich glaube, da hätte der mich voll überzeugen können, aber so, ich meine, der ist ja auch nicht lang, der geht glaube ich auch wieder 90 Minuten, aber ich habe auch so gemerkt, so nachdem halt diese Prämisse ausformuliert war, war es auch nur so, dass ich gewartet habe, dass mir dann irgendwie ja so eine Art Höhepunkt vorgesetzt wird, aber er blieb halt immer auf so einer Ebene, also es war eine gute Ebene und es ist auch kein schlechter Film, aber am Ende ging es mir wieder Max, so der Abspann setzte ein und ich dachte mir so, und jetzt? Was? Hey, habt ihr eigentlich noch, ich habe diesmal, glaube ich, da gibt es so eine Post-Credit-Scene, so eine ganz komische, wo sie dann so westernmäßig, gell? Die habe ich so dieses Mal nicht schwarz-weiß, ja, so Poker. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe den jetzt diesmal nicht, aus Gründen, nicht diese Szene mehr gesehen, aber die hatte eh nicht mehr wirklich Sinn, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Die war einfach nur strange, kann das sein? Naja, du hast im Film ja selbst, glaube ich, einmal, vielleicht sogar zweimal, springt es zu so einer Optik irgendwie hin. In irgendwelchen, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Rückblenden sein sollen, aber das sind doch die Todesanzeigen. Gut, das wäre jetzt genau bei den Todesanzeigen, ja. Ja, vielleicht ist es irgendwie dann so ein Nachruf auf die zwei. Ach so, dass sie auch sterben. Stimmt, ich weiß, ach Gott. Ja, das tun sie ja, die werden ja bombardiert ja, vom Militär. Also. Siehst du mal, ja, wie gesagt, das war sehr spät. Wir spielen die Hits der 70er, 80er, 90er und das Beste, torpediert die Schweine. Siehst du, diese Sache mit den Todesanzeigen, das ist was ich einerseits sehr interessant fand, weil es unerwartet kam und weil es halt auch ein Stilbruch war. Auf der anderen Seite, das war jetzt so ein Ding, wo ich jetzt nicht wusste, warum das überhaupt mit drin ist. Und da sind wir dann wieder bei dem Kurzfilmaspekt. Ja. Das Problem ist halt einfach, es hat mich auch nichts wirklich gereizt, darüber richtig nachzudenken. Weißt du, bei The Witch gibt es ja auch so ganz viele Sachen, die man sich nicht so richtig erklären kann und da
da denke ich halt drüber nach, auch noch nachdem der Film endet. Aber Pontypool hat mich nicht dazu bewegen können, wirklich, sage ich mal, mein Gehirn ein bisschen anzufeuern, um mal nachzudenken, was könnte das bedeuten, warum ist das so? Ich weiß auch gar nicht, woran es gelegen hat, aber wahrscheinlich wirklich, weil der Film mir sonst keinerlei so richtige Highlights dargeboten hat, außer halt diese Stimme von Steve McHattie, / Alec Baldwin. Ja, ich finde das schon also es gibt schon auch gute Szenen. Ich bin immer wieder ein bisschen erstaunt durch diese eine krass brutale Szene, die finde ich immer ein bisschen komisch, übel. Welche? Also wo dann diese Azubine infiziert wird und sich gegen die Glasscheibe zertrümmert. Und ich mag das aber schon, also wo sie dann auch in dieser Soundkabine sind mit diesem komischen Arzt und so, was die da so reden und wie sie dann halt eben erstmal gar nicht mehr sprechen, dann versuchen Französisch zu sprechen und können es nicht so richtig, das finde ich auch ganz lustig. Also ich finde es schon auch, ich fand den halt relativ amüsant für das, dass er eigentlich so ruhig ist und so, aber eigentlich hauptsächlich auch wieder durch den Hauptdarsteller. Ich glaube, dass er am Ende auch ein bisschen, also das merkt man halt, dann ist es halt kein A-List-Regisseur oder keine A-List-Drehbuchautoren, der verliert sich halt dann irgendwo so auch ein bisschen im Klein-Klein. Also ja. Da findet er das mal interessant, dann wird das ein bisschen weiter verfolgt. Ich meine, ja, generell dieser Showdown, gell, da haben sie so zum Showdown gezwungen, so ein bisschen mit Action noch und ein bisschen. Das klingt gerade wie so ein billiger Horrorfilm, zum Showdown gezwungen. ja, schon. Ach, ja. Nö, ich fand ihn diesmal auch nicht mehr ganz so gut, aber es lag, glaube ich, auch wieder ein bisschen daran, weil den haben wir jetzt eben dann zusammen, wir haben ja eine Horrorhütte gemietet und haben da Horrorfilm-Wochenende gemacht. Und bei dem Film hatte ich eben, wie du schon vorher gesagt hast, das ist eigentlich nicht so ein Film, den du den Leuten zeigst und sagst, aber ich hatte irgendwie Bock, den Film, ich musste ihn ja schauen für den Podcast heute und habe ihn noch so groß angepriesen und so, ey, der ist so geil, den müssen wir schauen. Und dann ein bisschen skeptisch und erstmal passiert ja auch nichts, obwohl der Typ erzählt lustige Sachen, der hat eine geile Stimme und das Setting mag ich halt und auch wie sie sich gegenseitig so ein bisschen anfrötzeln da die ganze Zeit. Es ist jetzt nicht ununterhaltsam oder groß langweilig, aber die haben sich dann schon gefragt, hey, was zeigt ihr uns hier für komisches Zeug eigentlich? Und deswegen ja, wobei ich mich frage, wie hätte man den jetzt vielleicht besser machen können, vielleicht, weiß nicht, vielleicht noch reduzierter machen können, vielleicht, dass er gar kein Ende hat. Kennt ihr von Oliver Stone Talk Radio? Bloß vom Namen. Also der hat, also da geht es nicht um Virus mit Sprache übertragen wird, aber geht halt auch um Radiomoderator und der Film ist wirklich extrem reduziert, da geht es wirklich nur um den Radiomoderator und wie er auf seine Umwelt reagiert und umgekehrt. Ja, du hast ja das auch mit diesem Gott vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo es, glaube ich, ein dänischer oder skandinavischer Film, ja, genau, The Guilty, genau. Ja, ja. Ja, kannst du alles aufschreiben. Und der Film halt mit Tom Hardy, der Lock der, ja. Der, ach so, der sich ja auch nur am Telefon befindet. Im Auto fährt, oder? Oder im Auto. Im Auto, ja, also am Autotelefon. Ja. Ja, das ist eine gute Frage, was wieder hätte besser sein können. Wie gesagt, mit dem Ende, ich finde auch die Prämisse cool, ich finde das Setting cool, die Schauspieler eigentlich alle cool. Ich finde aber auch, dass das Ende dann so nicht so dem gerecht wird. Das ist halt nicht mehr so innovativ, weißt schon. Also so ein bisschen Standard-Showdown-mäßig. Aber gute Frage, was man da hätte besser machen können. Aber ich kann mich ans Ende gerade nicht mehr so gut erinnern. Man muss dann auch zu der Fairness halber sagen, es gibt halt viele Filme, die mehr oder weniger 90 Minuten dauern, in so einem Setting dann sind, ähnlich wie, keine Ahnung, 10 Cloverfield Lane oder so, wo du echt Spannung aufbaust und es ist immer vieles irgendwie so im Dunkeln und man weiß nicht so wirklich, was so irgendwie los ist. Und dann, wenn dann am Ende das Geheimnis irgendwie gelüftet wird, dann geht, also es ist kein Geheimnislüften, sondern als würde man aus dem Ballon die Luft rauslassen eher. So, das ist bei vielen Filmen mit ähnlichen Prämissen so. Und ich glaube, wenn du das dann tatsächlich schaffen solltest, das am Ende dann auch nur irgendwie perfekt hinzukriegen, dass du dann mit offener Kinnlade da sitzt, dann hast du wahrscheinlich ein Meisterwerk geschaffen. Also ich kann absolut verstehen, warum es viele Leute gibt, die Pontypool abfeiern. Und der Film hat ohne Zweifel seine Qualitäten. Einige davon erkenne ich, einige davon kommen bei mir an und andere verpuffen tatsächlich. Mhm. Und deswegen
Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich den Film jetzt durchgehend genossen habe, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es schrecklich fand, den zu gucken. Ja. Ja, ich muss den vielleicht auch nochmal, wie gesagt, ich hatte den in Erinnerung als super geilen Film, der mir super gefällt. Jetzt war es ein bisschen schwierig durch die Rahmenbedingungen und ich war jetzt auch nicht so aufmerksam beim diesen Mal irgendwie. Aber ich weiß schon immer noch, dass er mir gut gefallen hat und warum und so, aber ich verstehe euch da auch, dass es jetzt kein Meisterwerk ist, finde ich eigentlich auch, aber eigentlich dafür, ich mochte den auch immer so, weil irgendwie den, der ist halt so ein, auch so ein kleine, ja, Perle, klingt immer ein bisschen dämlich, aber der ist halt so unbekannt und irgendwie finde ich es lustig, so jemanden in einem Film zu zeigen, der halt auch noch so ungewöhnlich ist, weil das ist also ja schon, auch wenn der Showdown sagen, halt ein bisschen gewöhnlich ist. Ich, lieber schaue ich mir Pontypool 3-mal an, als dass ich dann keine Ahnung, nochmal irgendwie Countdown oder Fantasy Island oder irgendwie What? Diese modernen Hey, ich Wish hab Upon ich und hab sowas. Mir Countdown wegen dir auf die Amazon Prime Liste jetzt gestellt, weil er da ja? ist. Ja, du musst ihn ja anschauen, du hast mich ja damals dazu ausgefragt. War das ja mit dieser albernen App, oder? Ja. Ah. Oh, da müsst ihr, liebe Zuhörer, mal die Besprechung von Max und Stu war das, wir beiden, oder? Ja. Mhm. Beim Telestammtisch Countdown Film besprechen. Ich habe gespoilert, ohne den Film zu kennen, das fand ich immer noch schön. Ja, die war so super. Okay. Super ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne zum Fazit kommen und ich fand den Film nicht super. Ja. Ich fand ihn aber auch nicht, ich gebe 2,5 Punkte. No. Okay. Ich gebe 2,5 plus. Also, darf man sowas geben? Ja. Eine Tendenz nach oben. Ja. Ich gebe 3,2. Ja, mir macht der immer noch Spaß. Aber ich verstehe voll, dass ihr, was ihr da angesprochen habt, als Schwächen kann ich nachvollziehen. Aber er hat immer noch einen Platz in meinem Herzen. Ja. Siehste, im Herzen hat auch viel anderes Platz, zum Beispiel ein Messer. Ah, eine wunderschöne Überleitung. Das war super. Ja, ich habe euch mitgebracht Scream, oder wie im Deutschen heißt, Scream, Schrei. Ein, ja, bekannter Horrorfilm, würde ich mal sagen, aus dem Jahre 96. Ja, worum geht's? Ist halt ein maskierter Killer und der tötet halt Teenager. Mhm. Und er hat halt eine ikonische Maske reingeworfen ins Battle of the ikonische Masken. Ja. Ja, und wir können, was man auch noch sagen kann, dass wir von den Nicht-Party-Filmen, wie wir schon vorher besprochen haben, jetzt zu den perfekten Party-Horrorfilmen kommen. Tatsächlich habe ich Scream wirklich auf unzählig vielen Partys gesehen. Mhm. Der Film hat einen Platz in meinem Herzen, denn diesem Film verdanke ich meinen Spitznamen. Ja, welcher eigentlich schon fast ein Künstlername ist. Ja, danke schön, ja. Das, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Weil dieser Typ in dem Film, der auch Stu heißt, der ist ja dann doch ein bisschen speziell. Also wir spoilern ja hier, also Billy und Stu sind halt die beiden Killer. Und ich habe den Film damals mit meinem besten Freund geguckt und der hatte seine neue Flamme dabei. Und wir kannten den Film schon. Ich hatte mir ein paar Tage vorher für viel teuer Geld so eine Original-Scream-Maske gekauft, die wirklich nicht billig war. Und wir schauten den Film und sie war ganz gebannt. Und ich zog mir halt heimlich diese Scream-Maske an und tippte ihr dann auf die Schulter. Sie drehte sich um und blickte dann und hat sich total erschrocken und meinte dann zu mir und meinem Freund, ihr seid noch größere Arschlöcher als Billy und Stu. Und, ach, ist das schön. Und so ist es, also mein Kumpel hat den Spitznamen Billy, glaube ich, einen halben Tag gehabt und bei mir hat sich Stu irgendwie gehalten. Ich weiß nicht warum, aber es ist ganz ulkig, weil seit diesem Zeitpunkt ist es wirklich so, also ich weiß wirklich, wer in meinem Bekannten- und Freundeskreis mich vor dieser Sichtung schon kennengelernt hat, bei denen nämlich alle Sebastian und alle, die mich danach kennengelernt haben, nämlich Stu. Das ist einfach so. Ja, weil du dich auch selber Stu. Es hat sich halt irgendwann so verselbstständigt. Ja. Ne? Also, ich meine, Andi nennt sich auch nicht Andreas Yolanda, wie er eigentlich heißt. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Aber aus Zeitgründen hauptsächlich. Andreas Jodelbert. Ja.
Also, okay. Was ich aber sagen muss, ich habe ja schon vorher bei dem anderen Film, die Runde da war halt auch, war ja auch ein bisschen jüngeres Publikum dabei. Und ich muss sagen, wir haben alle gemeint, ey, super lustiger Film, haha, keine Ahnung, Partyfilm, können wir schon schauen. Mir ist beim lange nicht gesehen, aber ich bin doch ein bisschen erstaunt gewesen, wie derb eigentlich die Anfangsszene ist. Ja, ja. Das find ich schon recht bedrückend. Also, was ich an Scream so unglaublich gerne mag, sind zwei Faktoren. Zum einen, es ist ein relativ klassischer Slasher, aber unglaublich spannend. Ich finde, die Anfangsszene ist immer noch wirklich, zum Nägelkauen. Er ist aber nicht nur so ein 0815 Slasher, denn es war so der erste große, ich nenne es mal Metafilm. Also der Regisseur Wes Craven hat 2 Jahre vorher mit New Nightmare schon so einen Metafilm gemacht, ist aber relativ untergegangen. Und in Scream ist es halt so, die unterhalten sich über Horrorfilme. Sie stellen oder erklären die Regeln von Horrorfilmen, die dann im Film aber auch wieder befolgt oder gebrochen werden. Es gibt zig Anspielungen darauf und das ist mittlerweile ausgelutscht. Es gibt unglaublich viele Filme, die das danach gemacht haben. Aber Scream war so mit einer der ersten oder vielleicht der populärste und hat ja auch dafür gesorgt, dass in den 90ern diese Slasher wieder aufgekommen sind mit düstere Legenden und ich weiß, was du letztes Oktoberfest getrunken hast oder so. aber für mich ist Scream oder die ganze Scream-Reihe wirklich ein großer Spaß. Ich mag alle Teile. Ich finde die Serie von MTV katastrophal scheiße, deswegen lasse ich die mal aus. Und ja, aber der erste, den finde ich einfach immer noch unglaublich gut. Ich habe mir gestern nochmal angeguckt und hatte wieder wirklich Spaß. Und muss auch sagen, ich war früher auch ziemlich in die Hauptdarstellung verknallt. Hat die eigentlich noch was, diese Neve Campbell oder so heißt sie doch, gell? Wo hat die, was hat die noch sonst so getrieben? Ein bisschen so Femme Fatale, also so Wild Things oder so. Genau, Wild Things, auch ein sehr schöner Film. Dann noch in, sie hat neben The Rock, Dwayne Effizient Johnson, wie ich ihn nenne, in Skyscraper mitgespielt. Und ansonsten halt hier und da mal. Also ich glaube, die hat jetzt keine riesengroße Karriere gemacht, aber da es ja 4 Scream-Teile gab, der 5. kommt jetzt irgendwie nächstes Jahr raus, hatte sie eigentlich immer gut zu tun und glaube ich auch genug Bares auf dem Konto. Die war aber auch, glaube ich, in den Mid-90s. Party of Five. Also man hat sie schon oft gesehen. Sie ist halt bloß irgendwie nicht durch diese Phase durchgekommen. Also die hat ja bei diesem komischen, wie heißt das, der Hexenzirkel oder Hexenclub oder sowas. Ja. Ja. Also wie gesagt, Scream ist so ein Film meiner, ich möchte mal sagen, Jugend. Ich kann verstehen, dass man so eine Art von Film mittlerweile einfach nicht mehr sehen kann, weil es hat sich halt auch irgendwann ausgemetert. Gerade jetzt in dem Zeitalter von Deadpool oder so. Aber wenn Meta-Film, dann gerne Scream. Für mich zumindest. Ja, ja, der hat ja auch schöne Einfälle irgendwie. Ja. Zum Beispiel, was mir wieder aufgefallen ist, ich habe den Film auch schon bestimmt 5, 6 Mal gesehen, aber jetzt schon wieder länger nicht mehr. Deswegen an vieles konnte ich mich noch 1:1 erinnern. Also Kleinigkeiten mochte ich, wo sie dann auf dieser Party sind und Gale Weathers irgendwie diese Party so abfilmt und dann der Reporter draußen, also der Kameramann da sitzt mit seinem Ding und dann 30 Sekunden Verzögerung. Genau, solche Kleinigkeiten. Das ist ja auch, das macht halt auch voll spannend. Also so kleine Kniffe, der hat es schon drauf, der Typ halt einfach, dieser Wes Craven. Und das ist halt eben noch so selbstironisch und so ist halt auch sehr schön für Nerds, also für Filmnerds, die ganzen Charaktere kennen und dann eben auch diese Regeln da ein bisschen mitlachen können. Was ich noch witzig finde, ist, dass dieser so spannend der auch ist und dass er auch teilweise brutal ist und irgendwie auch bedrohlich, sagen wir mal, aber das Witzigste ist eigentlich, dass dieser Killer, wie oft der einfach immer auf die Schnauze kriegt und irgendwie immer umfällt oder eine Bierflasche in die Klöten kriegt und sonst was, ist schon lustig. Wobei, was ich eben auch ganz interessant finde, ist, dass wenn man sich den Film anguckt und man weiß halt nicht, dass es 2 Killer sind, dass das schon so auch dieses Klischee befolgt, dass dieser Killer irgendwie überall ist. Ja. Und wenn man halt weiß, es sind 2 Personen, macht das relativ mehr Sinn. Ja. Warum kann das er hat mich damals komplett aus den Socken gehauen, als ich den das erste Mal gesehen habe im Kino. Ich war ja da schon in einem Alter, in dem man da reinkommt. Oh.
Ja, also ich weiß noch, ich habe ihn das erste Mal auf Video geguckt, als Sicherungskopie. Und dann haben wir irgendwann erfahren, es gibt noch eine härtere FSK 18-Fassung oder noch eine, die irgendwie initiiert worden ist. Und haben wir wirklich, glaube ich, sind mit dem Vater meines besten Freundes, also Billy, wirklich die Videotheken in unserem Stadtkreis abgeklappert, bis wir sie gefunden haben, um dann festzustellen, ja gut, das sind irgendwie 2 Sekunden mehr. Ja, in der Anfangsszene, gell, wo Drew Barrymore am Baum hängt oder so. Ja, genau, nee, wenn Steve halt, da sieht man ihn kurz ausgeweitet, aber jetzt auch nicht so ja, viel. Ja. Also wäre nichts mehr für heutige FSK 18. Der ist mittlerweile vom Index runter, ich glaube auch Ankara 16, glaube ich sogar. Also, der war auf dem Index? Der war auf dem Index, ja. Was? Okay. Ja, das waren halt die Zeiten da. Also, ja, das war auch lustig, dass sie dieses Psycho-Klischee, also was ist Klischee, aber dass eben die Hauptdarstellerin am Anfang gleich mal stirbt und so. Also so Kleinigkeiten, was sie halt einfach so übernommen haben und dann teilweise aber mit so Klischees brechen und so, das ist schon super. Ja, da weiß ich noch damals dieses ganze Marketing-Zeug, da war Drew Barrymore, glaube ich, gerade irgendwie frisch aus dem Entzug oder so. Die hat ja ihre komplette Karriere nach IT Koksen verbracht, ja. Gekokst, oder, ja. Und dann hieß es, ja, jetzt Drew Barrymore in dem Comeback. Und dann beginnt halt der Film mehr oder weniger auch gleich mit ihr und dann ist nach 10 Minuten aber dann auch schon wieder weg. Aber das war marketingmäßig. Ganz ehrlich, das ist halt so ein bisschen ein Ding, was die 90er schon vernünftig ausgenutzt haben, wie jetzt auch mit Scream und dann auch Blair Witch beispielsweise. Die haben marketingmäßig noch origineller sein dürfen oder noch origineller sein können. Mhm. Die Sachen, die kannst du ja halt heutzutage einfach nicht mehr, weißt du, das ist halt schon weg. Ja. Was ich auch super finde am Film ist die Stimme des Killers. Also ich habe den Film, ich weiß gar nicht, wie oft gesehen und ich glaube mittlerweile auch öfters im Englischen eigentlich, aber ich mag tatsächlich die deutsche Stimme des Killers, dieser Kai Taschner oder so, glaube ich, heißt der Sprecher, den ich davor immer kannte als Sprecher von diesem Computerspiel You Don't Know Jack. Und die Stimme ist einfach super, weil, weißt du, das Telefonat fängt an und es klingt normal. Es klingt freundlich, nett und dann kann der aber so zack, switchen. Das ist echt großartig. Das Einzige, was ich nie so richtig verstanden habe, ist, warum sie am Telefon so gut klingen und wenn sich das Ding dann am Ende selbst vor die Nase halten und sprechen, klingt es dann einfach total scheiße. Ja. Gut, das steht so im Drehbuch. Ja, also ganz ehrlich, das ist jetzt auch, ne? Ist jetzt ein bisschen, ja, aber die Stimme ist auch ein anderer, also ich meine, das ist ja nicht, also hier bei dem Cast und so steht auch ein extra Typ in Englisch auch, ist eine eigene Stimme, also sind nicht die zwei Typen mit dem Effekt drüber, sondern es spricht auch ein anderer. Und die haben das auch so gedreht, dass die wirklich dann angerufen worden sind und der Cast, den Originalsprecher, der heißt Roger Jackson, auch niemals gesehen haben. Die hat die wirklich dann am Set halt angerufen, um dann darauf zu reagieren zu können. Und ja, also wie gesagt, für mich ein total toller Film. Ich war jetzt auch bei der erneuten Sichtung wieder überrascht, wirklich wie brutal der ist. Also wirklich diese eine Szene, wenn er sie am Anfang einholt und dann das Messer so in die Brust sticht, das ist schon hart. Wobei mittlerweile gibt es halt auch Filme, die sind, glaube ich, noch härter. Also Scream ist jetzt, also Scream hat an der Anfangsszene gar nicht das, gar nicht so das Schlimmste, dass es jetzt groß brutal ist oder so. Ich finde das Fieseste, dass die Eltern, wo sie Eltern nach Hause kommen und sie dann noch schreien will und eigentlich schafft sie es fast und dann hat sie keine Stimme mehr und die Mucke finde ich da so geil. Das ist so dramatisch, das finde ich das Fieseste, weißt du, an der Szene eigentlich. Für mich lebt Scream tatsächlich mehr noch von den Erinnerungen, die er in mir hervorruft, wenn ich ihn jetzt sehe. Mhm. Weil ich meine, gut, er wirkt jetzt auf mich natürlich 20 Jahre später nicht mehr so wie auf einen 15-Jährigen, der mehr oder weniger das erste Mal sowas im Kino sieht. Da war ja damals, glaube ich, auch eine größere Durststrecke, oder? Dass man sagen kann, gab es irgendwelche Horror-Franchises, die, sag ich mal, Popcorn-Kino. Also sagen wir es mal so, wie gesagt, hatten? 2-3 Jahre vorher hat halt Wes Craven nochmal Freddy Krueger belebt mit dem Meta-Film. Das ist halt ziemlich gescheitert. Und Scream war wirklich so eine Frischzellenkur dieses Slasher-Genres. Eben. Ja. Da, ich meine, das ist ja gerade dieser innovative Aspekt an diesem Franchise oder an dem Film jetzt speziell, dass der mehr oder weniger ja was losgetreten hat, würde ich jetzt sagen. Also und es gibt wenige,
die an die Qualität dann auch irgendwie rankam. Ja, also. Weil ich würde jetzt sagen, also es gibt immer so diese, die immer dem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein Vergleich ist, aber man hat ja auch diese japanischen Adaptionen irgendwie dann irgendwann mal gehabt, sprich The Ring oder The Grudge, die dann später irgendwie gekommen sind, die für mich mehr oder weniger die humorlose Variante von solchen Filmen sind. Das stimmt. Stimmt, den Humor muss man auch erwähnen. Also der Film ist wirklich teilweise sehr witzig. Ich liebe zum Beispiel die Szene, wenn sich dieses Sidney in diesem Auto versteckt, ja, und dann der Killer so mit dem Messer an die Scheibe klopft und jetzt zeigt, dass er die Autoschlüssel hat. Sehr schön. Ja. Und natürlich die Figur des Randy Meeks, gespielt von Jamie Kennedy, das ist ja dieser Film-Nerd. Den habe ich halt wirklich geliebt, diese Figur. Und den zweiten Teil habe ich dann auch im Kino geguckt und ich kann euch sagen, ich war echt mies drauf, als der stirbt. Ey, jetzt wollte ich dir gerade noch sagen, ey, Spoiler nicht, weil den wollte ich mir heute Abend noch anschauen. Oh, den habe ich auch Lust. Obwohl auf den zweiten Teil, da freue ich mich noch, weil da erinnere ich mich noch dunkel dran, dass der auch noch ganz gut war. Und außerdem fand ich es halt da auch wieder witzig, dass sie dann so wieder so Meta sind und sagen, hey, die Fortsetzungen sind immer scheiße und so. Das ist endcool. Aber an drei ja, und vier beim zweiten Teil. Beim zweiten, also ein Dreier und ein Vierer habe ich gar nicht gesehen. Beim zweiten weiß ich noch, der beginnt doch, glaube ich, mit dem Film im Film, oder? Genau, dass dieses schwarze Pärchen ins Kino geht und Stab guckt. Und Stab ist halt die Verfilmung des Romans oder des Sachbuchs von Gale Weathers über die Woodsboro-Morde. Genau. Ja. Und ja, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt, Also ich finde ja, nicht so, haben sie im ersten kommt doch irgendwann, wer fragt nicht jemand Neve Campbell, wer sie spielen sollte, falls es mal verfilmt wird. Und dann sagt sie doch sowas wie, bei meinem Glück wird's Tori Spelling oder so. Und dann wird sie gespielt in Step von Tori Spelling, ja. Das ist schon saugut. Ja. Ja, also ich hatte früher meine Probleme mit dem dritten Teil. Ich finde aber, dass der, glaube ich, von allen, glaube ich, der Film mit der tiefsten Metaebene ist. Der vierte Teil ist dann, okay, der hat durch seine Schwächen, aber ich mag die alle. Aber natürlich, der erste ist der beste. Und ich fand's, also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nach, glaube ich, die letzte Sichtung war 4-5 Jahre her, dass ich jetzt gestern, als ich den angefangen habe, dachte, okay, guck's halt schnell. Aber ich hatte richtig Spaß. Ich hatte wirklich richtig, richtig Spaß. Und nee, das ist einer und bleibt einer meiner All-Time-Lieblings-Horrorfilme neben so Sachen wie The Thing. Wie gesagt, in diesem speziellen Bereich definitiv, weil Der macht halt Spaß, genau aus dem Grund, dass er sich eben nicht ernst nimmt, weil sonst wäre es ja dieses andere Zeug, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, der war so die scheiße. Nehmen sich ja komplett ernst und dann macht der ganze Film keinen Spaß, weil ein Teenie-Film, der eigentlich aus Horrorfilm-Klischees besteht, brauche ich mir nicht anschauen, wenn die Typen sich nicht drüber lustig machen. Ich meine, du siehst ja auch schon an der Art und Weise, wie sie Schauspielern, ich meine, da gibt es diese Szene, wo sie in der Videothek sind. Mhm. Und ich meine, das ist halt auch so mega übertrieben gespielt und wie halt der Stu diesen dödeligen, schluffigen Charakter spielt, ist halt so mega over the top streckenweise. Du redest ja schon vom Film, ne? Ja, vom Film. Film Stu von Matthew Lillard. Und da, keine Ahnung, das macht einfach Spaß und es ist aber, muss man auch sagen, es ist ganz klar auch ein Kind der 90er. Definitiv, ganz klar und ganz ehrlich, käme der Film heute so raus, hätte ich auch gesagt, so boah, ey, hör mir auf damit, weil diese Art, dieser Meta-Film hat sich auch dann irgendwie totgelaufen, jetzt wie gesagt schon durch Deadpool oder so, aber ich finde halt Scream ist, er ist unglaublich spannend, er ist sehr amüsant, er ist gut gemacht und er ist clever. Und das kann man nicht von vielen Horrorfilmen behaupten. Ich glaube, der ist auch ein bisschen mit meiner Oma dran schuld, dass ich halt Horrorfilme so gern mag. Ach stimmt, die hat mit dir Shining geschaut. Genau, weil die mir, Entschuldigung, ja. Doch, das hätte ich schon mal erwähnt. Ja doch, hast du, genau. Ja. Was ist denn ja, was ich Horrorfilm? Das weißt du doch, Oma.
das finde ich so lustig bei dem Film. Ich meine, der hat ja dann auch nochmal dieses Scary-Movie-Zeug losgetreten und so. Und eventuell war der erste, hatte noch ein, zwei gute Gags oder so, aber das mag ich eigentlich gar nicht so. Und ich finde es halt eh schon witzig, dass der Film, weil du Max ja schon gerade gesagt hast, dass die alle so drüber sind. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so eine Szene, wo am Anfang dieser Billy zu der Neve Campbell reinhüpft und so durchs Fenster kommt und sie so mega brav ist in ihrem Nachthemdchen und so, das ist doch schon Klischee und die machen sich ja schon über Horrorfilm-Klischees lustig, dass man dann nochmal eine Persiflage von einer Persiflage unbedingt machen muss. Das fand ich eh immer seltsam. Mhm. Also die übertreiben es natürlich noch mehr, aber ich finde es eigentlich ein bisschen prall. Also ich habe damals Scary Movie im Kino geguckt und habe mich wirklich köstlich amüsiert. Es gibt heute noch diese eine Szene, die ich abfeiere, nämlich, du weißt nicht, wo ich bin, du bist hinter der Couch. Großartig. Das Problem, was ich mit Scary Movie aber habe, bis ob das die Fortsetzungen alle scheiße waren, außer der dritte Teil, ist, dass er viele sehen diese Maske und denken, ah, oh, Scary Movie, war es doch damals selber witzig. Nee, das ist Scream. Und wenn ich wählen müsste zwischen Scary Movie oder Scream, wäre es Scream. Übrigens, Fun Fact, Scream sollte ursprünglich Scary Movie heißen und es ist Harvey Weinstein zu verdanken, dass er nicht so heißt, weil Harvey Weinstein hat kurz vor Produktionsende gesagt, nee, wir nennen das Ding jetzt Scream. Hat der Weinstein da seine Finger in dem Film, wollte ich schon sagen. Bevor jetzt Leute ankommen und sagen, wir wären Harvey Weinstein-Fans, dann hört euch bitte den Cast an mit der blutigen Fahrt Gottes. Ja, also, ja, tut und ja. Nee, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber scheiß auf Fäden. Sicher, hier steht irgendwas von wem Bob Weinstein hat das Drehbuch erworben und wurde umgehend verkauft. Ja, dann war es halt die Weinstein-Brüder. Das waren ja zwei. Sag mal, jetzt bloß mal, weil wir ja jetzt hier schon ein bisschen ins Technische irgendwie mit reingehen. Der Regisseur von Scream, das war Wes Craven. Mein Gott, bin ich jetzt blöd oder was? Okay, Frage zurück. Jetzt wollte ich fragen, hat der eigentlich sonst noch irgendwas Interessantes gemacht? Nee, der hat nichts Interessantes gemacht. Der fünfte Teil wird übrigens von den Typen gedreht, die vor 2 Jahren Ready or Not gemacht haben, was unsere liebe Eva bestimmt freuen wird. Oh Gott. Andi ist ja alle so begeistert von Ready or Not. Die muss ich mir jetzt unbedingt so mal anschauen, weil der in vielen Listen durchaus auch als innovativ bezeichnet wurde, als ich nach meinem innovativen Film das suchte. Ja. Also das hat mich eigentlich am meisten aufgeregt. Nicht, dass der Film, ich fand den Film jetzt nicht gut oder so, aber ich glaube, ich hätte nicht über den Film so abgekotzt, wenn ich nicht eben auch immer hören würde, wie lustig und wie toll der ist und super kreativ und so lustig. Und dann dachte ich mir so, ey, Alter. Also ich muss sagen, ich war auch eher etwas enttäuscht, aber ich finde, die kann man sich schon angucken. Also der tut jetzt nicht weh, finde ich. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ja. Jetzt sag mal, wollen wir schnell zum Fazit kommen? Ich habe dann noch eine Frage. Ja. Okay, also für mich, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, 5 von 5, Meisterwerk. Ich werde auch die Tage wahrscheinlich die restlichen Teile noch gucken. Ja, ich war auch ganz überrascht, wie viel Spaß ich mit dem noch hatte. Für die ganze Familie, wie gesagt, haben wir getestet, hat geklappt. Und ich gebe trotzdem nur 4. Ja, und als ich aus dem Kino kam, 1996, hätte ich ihm auch 5 von 5 gegeben. Jetzt pendelt er sich bei mir sicherlich bei 4 von 5 ein. Aber das ist ja wohl sehr gut. Damit kann ich leben. Ja, darfst du. Ich meine, wer weiß, was ich The Witch in 20 Jahren gebe. Mal gucken. Ich meine, das ist das Interessante, dass der Eggers, genau wie der Esther, erst 2 Filme gemacht haben. Und er dreht ja gerade diesen Viking-Film. Das könnte ja was anderes werden, also diesmal kein Horror. Beim Viking-Film, ja, aber der Viking-Film spricht schon wieder für ihn. Warum? Alte Menschen, Gruppen, also Historien, Gedöns. Dann, ich weiß nicht, welches Englisch da dann gesprochen wird. Ob man das überhaupt noch als Sprache bezeichnet. Ich sehe da schon irgendwie Robert Pattinson in total bärtig, halb nackt irgendwo auf Island stehen, dann so Smørrebrød. Und Björk spielt mit als irgend so eine Hexe des Nordens. Das, keine Ahnung. Ja. Ganz ehrlich, Björk ist für sowas derzeit geboren. Das stimmt. Ich würde vielleicht noch recht gern, weil wir ja Halloween vor der Tür haben, noch so auf ein paar
Honorable Mentions kommen, was, wenn wir jetzt unsere Filme nicht aussuchen hätten dürfen, aus irgendwelchen Gründen, gibt es da noch ein paar, die man nennen könnte, wo wir sagen, wir, nee, die... Ich hatte noch gespielt mit dem Gedanken Jacob's Ladder und okay. Angel Heart. Okay. Ja, Angel Heart will ich für ein anderes Thema verwenden. Filme mit Eiern. Ich wollte noch, nachdem, hättet ihr das zählen lassen, aber eigentlich schon, oder? Weil nachdem jetzt, ich meine, man hätte natürlich auch Saw den ersten Teil nehmen können oder so. Das ist wirklich schon innovativ. Stimmt eigentlich. Eigentlich war das auch nochmal so ein, war das auch eine... Der hat da was losgetreten. Genau, ja, genau. Leider. Ich mag es jetzt auch nicht so gerne, aber trotzdem, dem ersten Teil, der, ja, der kann man gut. Jetzt schon, ja. Nee, aber ich wollte, nachdem ich es beim Brettspiel Horst schon verplant habe, irgendwie The Cube will ich jetzt endlich mal wieder sehen und der hätte dann ja vielleicht auch funktioniert. Ja, doch. Vessel? Oder Event Horizon? Event Horizon hatten wir schon. Ich weiß schon. Ja, The Cell, stimmt. Ja, ich habe ganz, ja, so bei den, eigentlich hätte man einen Exorzisten auch mit reinwerfen müssen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil der ja eigentlich der Urvater des Ganzen ist. Aber ich sag mal so, Halloween ist ja jedes Jahr und auf unserer Themenliste sind ja auch zig andere Themengebiete, wo wir auch Horrorfilme nehmen können. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, tschüss Horror, bis nächstes Jahr. Ne? Naja, ich werde immer wieder versuchen, einen Horrorfilm reinzubauen. Weil oh ja. Ganz ehrlich, ich habe einfach zu viele gesehen. Oder ich mag es einfach zu gern. Aber sowas wie The Ring, das wusste ich jetzt nicht. Da hätte ich vielleicht sogar gesagt The Ring, aber die japanische Version. Oh ja. Wobei ich den damals, glaube ich, gar nicht so toll fand, muss ich sagen. Ist ja, ich bin auch nicht so zu haben für diesen Nippon-Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand diesen The Grudge nur so schlimm und den haben wir dann Double Feature gemacht und dann fand ich The Ring wiederum eigentlich gar nicht so schlecht. Aber jetzt die Remakes meine ich. Die Originale habe ich gar nicht gesehen. Hups. Ja, und dann sowas wie Midsommar ist mir einfach zu frisch. Ja. Ja. Hier das Kabinett des Dr. Caligari oder Night of the Living Dead. Ich meine, Night of the Living Dead hat die moderne Zombie-Welle losgetreten, wirklich. Ja. Auch darüber reden wir beim Movie Break, unserem Zombie-Podcast. Siehst du, Mensch, was ist denn Movie Break eigentlich, Stu? Movie Break ist eine Filmseite, wo da schreibe ich für und mache auch Podcast. Ich habe heute eine sehr schöne Top-Liste zusammengestellt, Eigenwerbung, und zwar Franchise-Chaos. Denn durch die ganzen Sequels, Prequels, Spin-Offs, Rip-Offs und was weiß ich, kommt es dazu, dass einige Filmfranchises, wenn man sie jemandem erklärt, der keine Ahnung hat, unglaublich kompliziert ist. Das habe ich heute festgestellt, als ich mal aufgeschrieben habe, was ist eigentlich mit Halloween? Weil ich weiß noch, übrigens Halloween wäre auch innovativ gewesen, dass ich letztes Jahr dem Mann meiner Mutter versucht habe zu erklären, dass den Halloween, den er gesehen hat, nicht das Original ist, obwohl er Halloween heißt. Ja. Mhm. Ach Gott, ja. Ja. Naja, gut, da. Ja. Wenn es halt 200 Teile von einer Sache gibt. Ja, und drei heißen auch noch Halloween. Ja, macht die Sache nicht einfach. Ja, das ist komisch, denn die nicht einfach von 1 bis 5 durchzählen, sondern noch irgendwas mit X und nochmal ja, von vorne. Ja, da kommen sie ja halt in diesem ganzen Universum. Ich hasse Filmuniversen, aber das ist wieder was anderes. Wenn die halt in dem Universum nicht mehr chronologisch erzählt werden, sondern es ist halt das Prequel zum Prequel. Also pass auf. Also, Halloween von 2018 ist das direkte Sequel von Halloween, die Nacht des Grauens von 78. Nicht beachtet wird Halloween 2, das Grauen kehrt zurück, in dem Laurie Strode erfährt, dass sie die Schwester von Killer Michael Myers ist. Zu dieser wurde Laurie aber bereits in einer TV-Fassung des ersten Films. Und bei Rob Zombies Halloween, dem Remake, ist sie auch die Schwester. Und das Sequel des Remakes ist eine Neuinterpretation von Halloween 2, die Nacht des das Grauen kehrt zurück, aber nur im ersten Akt. Michael Myers hat später auch eine Cousine und dann gibt es da noch so einen seltsamen Mann und eine Sekte. Aber die spielt weder bei Halloween Nacht des Grauens, noch bei Halloween eine Rolle. Und bei Halloween 3 gibt es nicht mehr Michael Myers, der taucht erst in Halloween 4 wieder auf. Einfach, oder? Hast du die ganzen 20 Filme gesehen? Ich habe alle Halloween-Filme gesehen, ja. Da gibt es ja dann sicherlich so einen Baum dazu, oder? So wie so ein Stammbaum. Ja.
Das ist doch beliebt, dass du immer sagst, wenn halt irgend so ein Franchise den Bach runtergegangen ist, dass du dann immer sagst so, ja, der neue Film schließt aber hinter dem letzten Beliebten an, wie bei Terminator, weißt schon. Dann sagen sie so, ja, nee, nee, wir ignorieren jetzt 4, 5 und sonst was, und das ist dann eine Fortsetzung zu Terminator 2. So haben sie es doch bei Star Wars auch gemacht, oder? Ja, also wie gesagt, ich habe 10 Film-Franchise genommen. Auf Platz 1 ist übrigens das DC Universe. Das war wirklich harte Arbeit. Ja, gut. Ja, aber vielleicht lese ich mir das dann mal durch. Ja, machen wir jetzt. Ich bin ja gar nicht so der Franchiser. Mir reicht meistens immer Teil 1 und ab Teil 2 steige ich dann aus. Hoffentlich wird es nie The Witch Teil 2 geben. Glaube nicht. Naja. Okay, ja, jetzt genug gejammert. Zum Thema selbst wollen wir jetzt nichts mehr beitragen. Nein. Halloween steht vor der Tür, muss jetzt jeder selbst mit klarkommen. Und vielleicht das noch, ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint. Damit will ich sagen, ich weiß nicht, wie arbeitsam der Herr Pawlitzki jetzt noch ist. Hä? Alles klar. Aber wir stehen kurz vor unserem ersten Crossover. Da bin ich sehr gespannt. Ja, und ich freue mich tierisch drauf. Ja. Thema wollen wir nicht verraten. Nein. Ich würde jetzt auch sagen, vielleicht haben wir es sogar schon gesagt, mit wem wir es machen, aber egal, das lasse ich jetzt auch mal weg. Ja. So, es werden auf jeden Fall mehr Frauen zu Wort kommen als bisher. Außer unseren Müttern waren ja noch keine Frauen da. Ja, wir werden unsere Gäste dann auch so begrüßen. Ihr seid die ersten Freunde beim Podcast, seitdem unsere Mutter da waren. Nee, ja, da wollen wir Hanna nicht vergessen. Ne? Genau, liebe Hanna, genau. Das stimmt. Hanna ist ja ein Ehrenmitglied. Ja, Hanna ist Ehrenhorst, genau. Ja, gut. Ja. Wheel of Fortune. Lieberst du bist dran mit der Themenauswahl und ich bin gespannt, ja, was mich vor abgeschnitten gerettet hat. Das sei erwähnt, ich hatte eigentlich schon ein Thema rausgelegt, dass sich der Max abgeschnitten diese Bastian Fitzek-Verfilmung angucken muss. Aber leider hat der Kollege Mo den Film besprochen. Könnt ihr mal reinhören? Und ich dachte mir, ja, okay, wir beim Telehorst kümmern uns ja nicht darum, was beim Telestammtisch besprochen schon wurde. Aber ich dachte mir, das ist irgendwie, weißt du, dass die Zeitspanne einfach zu gering. Deswegen Glück gehabt, lieber Max. Aber glaub mir, du kommst noch dazu. Ich krieg dich schon noch. Und dann habe ich heute. Will die abgeschnitten heißen. Ja, genau. Und ja, ich habe heute lange Zeit überlegt, dann habe ich den Google Randomizer benutzt, bis ich dann irgendwie auch wieder 100 Themen da liegen hatte. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe euch in den letzten paar Malen echt das Leben schwer gemacht. Von wegen, wo kann ich den Film gucken? Ich sag nur Magenta TV. Und wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, es gibt da einen Film, den kann man bei Amazon Prime gucken, umsonst, wenn man halt die Flatrate hat. Und diesen Film liebe ich sehr. Und dann habe ich geguckt, welches Thema passt denn? Und es ist jetzt kein innovatives oder kreatives Thema, aber ich finde, aus diesem Subgenre gibt es eine Menge schöner Filme. Es ist ein Subgenre, was ich persönlich sehr mag. Und das Thema heißt wie folgt: Kind sein ist schwer, erwachsen werden noch mehr. Coming-of-Age-Filme. Ja, so klingt Begeisterung. Nö, da gibt's schon gute. Ja. Da kann man ja auch relativ kreativ werden. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht auf ein also es ist ein Subgenre, aber es ist ja, gibt's ja in jedem Genre. Moment, Moment, bevor der Max ist auf den Horror. Genau. Das oben ist kein Coming-of-Age-Film. Nein, aber ich bin ja mir sicher, da werden die was Schönes finden. Wir hatten auch noch Coming-of-Age-Horrorfilme im Angebot, aber ich dachte mir, das ist zu eng gefasst. Mhm. Ja. Ja, dann gut, da müssen wir jetzt mal ausmachen, weil mich interessiert natürlich, was du sich für einen Film ausgesucht hast. Und ich hoffe, dass es nicht Boyhood ist. Nein. Okay, gut. Es ist ein, so viel kann ich hier schon verraten, es ist ein eher unbekannter britischer Film. Ich bin gespannt. Ich stehe aber noch ein bisschen auf dem Schlauch, aber das macht ja nichts. Ja, ist ja nichts Neues. Bam. Okay, Schlauchwitze abgehakt. Na gut, Leute, dann ja, machen wir uns bereit fürs Crossover. Das haben wir ja bald in 2 Tagen, 3 Tagen. Und für die Zuhörer sei gesagt, wir wollen jetzt endlich mal Kommentare haben.
Oder zumindest ein Promo-Advertising-Auftrag von Durst Express. Irgendwas in der Art. Wir wollen endlich mal, ich will mal mitbekommen, dass das, was ich jetzt hier mache, irgendwie auch in der Welt wahrgenommen wird. Der Max ist nämlich sehr einsam. Ja, nee, ich bin überhaupt nicht einsam, aber ich bin halt jetzt ein bisschen geil nach Fame. So ein bisschen Fame will ich jetzt haben. Mein Gott, ganz ehrlich, ich werde jetzt bald 40 und es hat noch kein Mensch hat sich für irgendwas interessiert, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Oh, das stimmt doch. Oh, stimmt doch gar nicht. Muss es machen wie der Andi. Der postet dann immer so schöne Bilder von Zeichnungen von sich oder hat jetzt ein schönes Horrorfilm-Kartenspiel entworfen. Mhm. Ja? Ach ja, genau. Wollen wir dafür ein bisschen Promo machen? Gibt's doch noch. Andi Papilinski spielt gern Schafkopf. Ja. Und wenn du in München wohnst und gerne einen Schafkopfkumpel willst, der selbst Karten entwerfen und zeichnen kann, die mit Horrorfilm-Ikonen bestückt sind, dann ist Andi Papilinski der richtige Mann. Denn du findest unter www.andi-p.apilinski die Schafkopfgarnitur zum selber fürchten. Von den Machern von Andis lustigem Ausmalbuch. Horror-Schafkopf. Oh, das darf ich das benutzen als Werbeslogan? Ja. Gerne. Danke. Wenn der Bölli zweimal bieselt. Was? Wo ist dein Lieblingshorrorfilm, Phil? Okay, gut. Also, dann sage ich danke, Andi, danke, Su. Ciao, Andi, ciao, Su. Und liebe Zuhörer, winke, winke. Tschüss. Jo, tschüss.